Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bietet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: an erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betret keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, liebe Schwestern und Brüder, wir hatten gestern den Beginn der Firmvorbereitung, sind ungefähr 35 junge Menschen, die sich seit gestern, es war ein Auftakt, den wir mit einem Gottesdienst beschlossen haben, die sich auf den Weg machen zur Firmung im Oktober. Und die Gedanken, die ich in dieser Messfeier den Firmlingen vorgetragen habe, denen möchte ich Ihnen irgendwie ein bisschen Anteil geben. Was ich versucht habe, Ihnen nahezubringen, ob es gelungen ist, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe begonnen mit der Frage: Gibt es eigentlich Gott? Und die Firmlinge gefragt, wer von ihnen sich denn diese Frage schon gestellt hat, und es gingen so gut wie alle Finger hoch. Und auch ich habe meinen Finger gehoben. Ich bin sicher, dass es eine Frage ist, die sich jeder Mensch irgendwann einmal stellt. Ob es welche gibt, die mit dieser Frage abgeschlossen haben, im negativen Sinn, ist für mich überhaupt gar kein Thema, die mag es geben. Aber insbesondere auch Menschen, die gläubig sind, kennen diese Frage. Zumal Firmlinge, die heute in einer Umgebung, in einem Milieu aufwachsen, das doch eher davon geprägt ist, dass Gott nicht vorkommt, dass er einfach kein Thema ist, reine Privatsache, oder dass auch Firmlinge oder Erwachsene die Erfahrung machen, dass Menschen einen ein bisschen mitleidig anschauen, wie: Du glaubst immer noch an solche Ammenmärchen, an diesen Schmarren? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es keine ungläubigen Menschen auf unserer Erde gibt. Nicht einen einzigen. Denn
Auch diejenigen, die, ich formuliere es bewusst so, die glauben, dass es Gott nicht gibt, glauben es nur. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, und das sage ich uns allen, wir müssen in unserer Zeit ein wenig verblüffungsresistent sein. Es ist oft mit einem so etwas überlegenen intellektuellen Gestus, wo man das auf die Seite schiebt. Ja, heute Naturwissenschaft und so weiter, die im Übrigen in keiner Weise gegen den Glauben spricht. Ich würde mal sagen, eher im Gegenteil. Und da zu wissen oder auch sagen zu können, hör mal, auch du glaubst nur, du kannst nicht mehr als glauben, dass es Gott nicht gibt. Ich glaube, das hilft einem selber, sich nicht zu schnell gewissermaßen das Licht des Glaubens unter den Scheffel zu stellen. Ich selber bin überzeugt, dass es intellektuell redlicher ist, oder sagen wir einmal klüger ist, zu glauben, dass all das, was wir sehen, all das, was ist, sich einer unendlichen Intelligenz, nicht dem Zufall, man braucht meines Erachtens mehr Glaubenskraft für den Zufall, dass der Zufall das alles hervormutiert habe, dass all das sich einer unendlichen Intelligenz verdankt, die wir Gott nennen. Manchen unserer Zeitgenossen ist das sehr, sehr bewusst. Ich kann Gott weder beweisen, noch auch beweisen, dass es ihn nicht gibt. Und ein Ausweg, ich habe das den Firmlingen einfach mal zugemutet, sie kannten das Wort, oder ein, zwei kannten das Wort. Sie bezeichnen sich als Agnostiker, sagen, ich lasse diese Frage einfach auf sich beruhen. Wobei ich finde, dass das ein sehr bequemer Weg ist, ein Weg, der trotzdem in dieser Unentschiedenheit eine Entschiedenheit beinhaltet, nämlich praktisch als Atheist zu leben, als gäbe es Gott nicht, als sei er kein Thema. Und leider hat das was mit der Präsentation nicht geklappt. Ich habe Ihnen dabei Bild von der Welt gezeigt, in dem eingetragen war, in welchen Ländern wie hoch der prozentuale Anteil derer ist, die entweder sich als Atheisten oder als Agnostiker verstehen. Und es ist beschränkt auf die westliche Welt, Kanada, Europa natürlich, Afrika überhaupt gar nicht, da ist es gar keine Frage, an Gott oder die Götter zu glauben, wie übrigens in der ganzen Menschheitsgeschichte, in allen Religionen, Kulturen der Menschheiten, seit es Menschen gibt, Australien und dann natürlich der ferne Osten, China beispielsweise. Nun ja, das war so meine Einleitung und ich habe versucht, ich habe ein Beispiel, einen Vergleich gebracht, von dem ich nicht weiß, ob Sie ihn mitvollzogen haben. Ich habe von einem Agnostizismus nicht nur des Glaubens, sondern auch der Liebe gesprochen. Sie sollten sich einfach einmal vorstellen, ein Junge, ein Mädchen, ein junger Mann, eine junge Frau, die würden sagen, ich möchte mich auf eine Liebesbeziehung einfach deswegen nicht einlassen, weil ich nie sicher, absolut sicher sein kann, dass dieser Mensch, der behauptet, mich zu lieben, mir nicht etwas vortäuscht oder irgendwann untreu wird und die Liebe aufgibt. Und das ist so. Es gibt keinen letzten Beweis für Liebe, überhaupt für die wesentlichen Dinge des Lebens, keinen theoretischen. Ich muss mich einlassen darauf
Und jemand, der sagen würde aus einem Agnostizismus der Liebe heraus, ich lasse mich überhaupt gar nicht erst darauf ein, weil das Risiko mir zu groß ist, dass ich Enttäuschung erleide oder das Ganze einfach nicht stimmt, sich im Nirvana auflöst, mir eine Erfahrung verunmöglicht, die nur möglich ist, wenn ich zumindest den Versuch wage, mich darauf irgendwie auch mit Haut und Haar einzulassen. Und damit auf all die Fragen, die damit verknüpft sind, wenn es Gott gibt, wer ist er, wer ist Jesus Christus, wer ist der Heilige Geist, interessiert er sich für mich, hört er mich, wenn ich zu ihm rufe, wenn ich zu ihm flehe, meint er es gut mit mir, mit meinem Leben, mit unser aller Dasein? Und dann natürlich damit verbunden die Frage, ja, wer bin ich denn überhaupt? Meine Identität, Jugendliche in diesem Alter sind auf der Suche nach ihrer Identität. Und hat mein Leben einen Sinn? Hat es einen Sinn, dass ich hinein, ja, ich sage bewusst hineingeliebt durch die Eltern, aber durch die Eltern letztlich durch Gott bin, hineingestellt in diese Welt? Gibt es da eine Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, oder interessiert es am Ende überhaupt niemanden, ob ich bin oder nicht bin? Alles Fragen, über die wir sprechen wollen im Verlaufe der Firmenvorbereitung. Und ich habe dann versucht, anhand der Texte, die wir gehört haben, 4 Punkte zu nennen, von denen ich meine, dass sie auf einen Teil der Fragen tatsächlich eine Antwort bereithalten. Es begann mit der Lesung aus dem Buch Exodus, das Volk Israel. Israel hat sich während seiner ganzen Geschichte, heute ist das anders, natürlich im modernen Israel, aber hat sich während seiner Heilsgeschichte vor Christus nie die Frage gestellt, gibt es Gott oder nicht? Für Israel war die Frage, gibt es den einen und einzigen Gott, den wir bekennen als gläubige Juden, dreimal am Tag im Schma Israel, höre Israel, Jahwe, dein Gott Jahwe ist einzig, du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen. Oder gibt es noch all die anderen Götter, die die Völker ringsum verehren? Und verpassen wir etwas, wenn wir nur diesem einen Gott anvertrauen, nicht aber den anderen, und wäre nicht das Bessere, das Sicherere, das Gesamtpaket von Götterangeboten, die es so in der Welt gibt, zu nehmen? Das war eine Frage in Israel. Und Israel hat mit vielen Auf und Abs eine Erfahrung gemacht, die sich in diesem wunderbaren Text, den wir gehört haben, wieder niedergeschlagen hat. Nämlich die Erfahrung, wir sind wie auf Adlerflügeln von ihm, von diesem einen und einzigen Gott getragen. Aus Ägypten heraus, durch die Wüste, ins verheißene Land, im verheißenen Land, im Auf und Ab der Geschichte, immer wieder neu die Erfahrung, denn dieses Wort aufgeschrieben wurde es Jahrhunderte nach dem Durchzug durch die Wüste, die Erfahrung wie auf Adlerflügeln getragen. Und ich habe den Firmlingen gesagt, schaut, ihr werdet das nicht immer spüren, aber ich wünsche euch, dass ihr immer wieder diese Erfahrung macht, und ich erwünsche es uns allen, die Erfahrung, wir sind getragen von diesem Gott wie auf Adlerflügeln. Welch schönes Bild. Ein zweites in derselben Lesung. In den Kulturen, in den Völkern gilt immer nur ein Teil der Menschen etwas. Die, die politische Macht haben, natürlich der König, die Hofbeamten, der Adel, diejenigen, die für das Volk dafür zu sorgen haben, dass die Götter gnädig sind, die Priesterschaft, und es zählen die Soldaten, die die Krieg führen, insbesondere die Anführer, die Feldherren. Alles andere ist Plebs, Fußvolk, nicht wirklich von Belang.
Liebe Gemeinde, da hören wir auf einmal einen anderen Klang der heutigen Lesung. Du sollst mir gehören, zu mir gehören, als ein königliches und priesterliches Volk. Liebe Schwestern und Brüder, gesprochen zu Männern, Frauen, Kindern, jeder sozialen Stellung, jeden Alters, alle sind gemeint. Eine königlich-priesterliche Würde. Das, was wir heute modern als Würde bezeichnen, das hat in Israel seinen Ursprung. Und ich habe versucht, den Firmlingen zu sagen, schaut, und dieses Wort gilt für euch. Ihr seid wertvoll, unendlich wertvoll in den Augen dieses Gottes. Und wenn ihr euch manchmal so fühlt, als seid ihr überhaupt gar nichts wert, das sind Gefühle, die Jugendliche haben. Denkt daran, in den Augen Gottes bist du als Jugendkind, als Jugendlicher, als Erwachsener unendlich wertvoll. Ein drittes, in der zweiten Lesung. Darin hat Gott seine Liebe erwiesen, dass sein Sohn Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Naja, klingt ein bisschen, oh, schon wieder diese Sache mit dem Sündersein, aber das ist nicht der springende Punkt. Wie viele Menschen haben den Eindruck, gerade übrigens auch Fromme, so wie ich bin, kann Gott mich doch überhaupt gar nicht lieben. Das geht doch gar nicht. Also immer im Hinterkopf, ich muss mir die Liebe verdienen. Das ist ja auch das, was so manche Kinder und Jugendliche erfahren, in vielen Elternhäusern nicht. Aber dann gibt es die Elternhäuser, wo Kinder das Gefühl haben, ich bin erst geliebt, wenn ich die entsprechenden Noten bringe, wenn ich das und das leiste, wenn ich brav bin. Ich muss mir die Liebe verdienen. Im Freundeskreis, in der Clique, nur wenn ich so und so bin, bin ich geachtet, respektiert, geliebt. Und das, was Paulus hier aufschreibt, ist, schau, da ist eine Liebe, egal wie du dich verhältst, die wird dich niemals loslassen, bedingungslos. Dieser Liebe ist es nicht egal, wie du lebst. Aber selbst wenn du ein Halunke bist, die Liebe Gottes wirst du nie verlieren, umsonst einfach so geliebt. So Paulus in diesem Satz. Und ein viertes und letztes, die Frage, ja wozu bin ich denn auf der Welt? Wir haben von den 12 gehört, die Jesus ausgewählt hat und mit einem besonderen Auftrag versehen hat. Er sendet sie, dass sie mit der Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen, das Evangelium zu verkünden. Und ich glaube und bin sicher, dass sie stellvertretend für uns alle stehen. Kein Mensch auf dieser Erde, insbesondere keiner, der sich zu Gott, zu Christus bekennt, der nicht eine Aufgabe hätte in dieser Welt. Nicht einfach so reingeworfen wie ein Philosoph, wie Heidegger gesagt hat, ins Dasein geworfen, einfach so gewissermaßen zufällig, halt einfach da und irgendwann nicht mehr da, sondern von einem Gott, der mir eine Aufgabe gibt, den Firmlingen, jedem Jugendlichen eine Aufgabe. Und es trägt bei zu einem inneren Frieden, immer wieder zu fragen, Herr, was ist heute meine Aufgabe, die Aufgabe dieses Tages? Was ist die Aufgabe meines Lebens in dieser Lebenssituation und? Immer wieder neu zu fragen. Und auf diese Weise, und ich bin ganz sicher, wer so lebt, wird die Welt heller machen. Will Gott mit mir und durch mich diese unsere Welt gestalten? Ja, es ist zutiefst sinnvoll, dass du bist. 4 Punkte, die ich den Firmlingen genannt habe, die aus meiner Sicht alle mit dem Heiligen Geist zu tun haben, wo wir aus diesen Überzeugungen, aus diesem Vertrauen, diesem Glauben leben, ist das Werk des Heiligen Geistes. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie
auch die Firmlinge mit ins Gebet nehmen, die jungen Leute, dass sie auch etwas davon erfahren. Und das wünsche ich uns allen, auch Ihnen, dass Sie alle diese Erfahrung machen, getragen zu sein wie auf Adlerflügeln, unendlich wertvoll in den Augen Gottes zu sein, umsonst einfach so unendlich, unsagbar geliebt und versehen in diese Welt gesandt mit einer Aufgabe, die nur jeder einzelne von uns zu erfüllen vermag. Amen.